Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Trafalgar Law, The Boss. Was wäre, wenn Bilz immer trainieren würde? Bilz hat natürlich auch schon trainiert, oder besser gesagt, er wurde ja trainiert und das von seinem Diener bzw. Lehrmeister Wiz. Bei den Göttern der Zerstörung müssen sie meiner Meinung nach bis zu einem bestimmten Grad trainieren, um ein Gott der Zerstörung zu werden. Und das ist, wenn der Engel nur noch 50% stärker ist. Bilz ist ja ein paar hundert Millionen Jahre alt, doch was wäre, wenn er immer trainieren würde. Stärker als Wiz wäre er locker, das ist klar, und er wäre die Nummer 1 aller stärksten Kämpfer. Somit würde der Daishinkan im Anime auf Platz 6 der stärksten Kämpfer fallen und im Manga auf Platz 2. Doch was ich mich dabei frage, könnte er dann auch Zenos Auslöschungstechnik überleben? Bei dieser weiß man ja nicht die Grenze, wie stark diese Technik ist. Vielleicht kann Zeno ja auch jeden auslöschen, ganz egal wie stark dieser ist. Das weiß man ja nicht, ob man diesem wirklich widerstehen kann, doch gehen wir davon aus, man könnte dem widerstehen. Dann wäre Bilz, der viele hundert Millionen Jahre nie aufgehört hat mit dem Training, in der Lage, diesen zu widerstehen. Aber wie gesagt, man weiß ja nicht, was die Grenze bei Zenos Auslöschungstechnik ist. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!